Hallo Freunde, Servus und Grüß euch auf meinem bayerischen Kanal. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte mir jetzt ein Mittagessen machen und zwar habe ich heute eine große Lust auf einen Mais. Ich liebe Mais. Jetzt habe ich mir da drei Maiskolben her. Schaut mir das an, drei Stück, sieht man das? Und ich weiß nicht, vielleicht drei hat zwei auch, kann schon sein. Und dann habe ich mir drei Tomaten vorbereitet. Da mache ich mir eine Soße, heute mal anders, einmal ohne Obst. Mit drei Tomaten. Und dann tue ich noch geschälte Hanfsamen rein. Das ist eine uralte Dose, gell? Da tue ich das immer umschütten. Da habe ich meine geschälten Hanfsamen von der Firma Wiederkeim. Und ich liebe die, weil die haben ein geniales Omega-3-Verhältnis zu Omega-6. Also wir essen alle viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren, gell? Das war früher mal im Fisch drin, aber den essen wir ja jetzt heute nicht mehr. Und deswegen brauchen wir die geschälten Hanfsamen, weil da ist viel mehr drin als wie im Fisch. Was tue ich noch rein? Ein bisschen Zitrone und eine Petersilie, den muss ich erst noch holen. Das ist jetzt ein Bio-Mais aus Italien. Schön versteckt. So, das heißt jetzt, das da oben, diese Haare, heißt Maisbart und den kann man mitessen. Okay? Das habe ich im Buch von Markus Rotkranz gelesen, Heile dich selbst. Und er hat gesagt, Maisbart ist sehr gesund, gell? Schaut mal, wie das ausschaut, nett, gell? Gut, und seitdem esse ich den immer mit. Wenigstens ein bisschen. Okay. Jetzt wird aufgepuppelt werden. Ja, die spritzen wir manchmal ein bisschen. Aber so ist es halt, gell? Viele Leute wissen nicht, dass man den Mais auch roh essen kann. Aber der schmeckt sowas von super lecker. Also für meinen Geschmack. Ich nehme jetzt doch alle drei Maiskolben, weil ich finde jetzt gar nicht, dass das so viel ist. Das packe ich schon. Da oben, da kann man das gut nehmen und halten, sodass das nicht abhaut. Da kann man das gut runterschaben, diese Körnchen. So, ein bisschen Maisbart tun wir noch dazu.
Petersilie. Natürlich alles Bio, gell? Ist eh klar. Mal schauen, vielleicht schaffe ich das sogar ohne Wasser. Mit ganz, ganz wenig Wasser. Zitrone. Ich tue auch die Kerne immer mit rein. Dann die Hanfsamen. So, also 3 Esslöffel tue ich da schon, ne? Ob sie das gescheit mixen lässt ohne Wasser. Eigentlich haben wir die Tomaten viel genug Wasser, gell? Starker Foodmatic mit einem PS. Recht schön, ja, das ist wunderbar. Ja, so toll. Oh, Tomatensauce. Oh, schön. Schaut mal diese Farbe. Ach, da freue ich mich jetzt, gell? Da gibt es noch ein paar. Das sind Troja-Linsensprossen. Das sind die Troja-Linsen. Und die habe ich gestern in der Früh eingeweicht. Gestern früh. Gestern abends abgegossen, das Einweichwasser. Dann habe ich es kräftig gespült und heute früh nochmal. Und jetzt haben die schon so lange Triebe, Schatz. Das mal an. Also im Sommer geht das ratzfatz, weil da ist einfach das so schön warm, die Luft. Und da ist das klasse. Ne? So. Also ein paar Sprossen. Den Rest tue ich dann oben drauf, aber erst später, weil sonst habe ich kein schönes Foto, wenn man da nichts mehr sieht. So, meine Lieben, ich freue mich auf mein Mittagessen. Schaut das nicht toll aus, oder? Schaut doch toll aus. Klasse, oberklasse. Gell? Denkt an ihn und an das Abo. Macht es gut, Servus, für dich.